Was geht ab, Freunde? Wir kommen heute wieder zu einer neuen Reaction hier auf diesem Kanal. Heute zu dem lang erwarteten 40 Minuten XXL Statement von Alex zu Temptation Island, Christina, Vanessa und sogar auch mit Vanessa. Die ist nämlich auch dabei. Ich weiß nicht warum, das Ganze hat jetzt irgendwie wirklich eine halbe Ewigkeit gedauert, bis das endlich mal online kam und auch online geblieben ist. Es gab irgendwie mehrere Versionen, Versuche, ich habe keine Ahnung, dann wurde es aber irgendwie wieder gelöscht. Jetzt ist es auf jeden Fall online. Ich weiß nicht für wie lange, deswegen mache ich das Video direkt. Und ich habe die Zeit aber sinnvoll genutzt, natürlich für euch. Denn es gab hier schon mal eine Fragerunde heute, da wurden so ein bisschen, ich sag mal, Beziehungsfragen beantwortet, war irgendwie ein bisschen komisch gewesen, muss ich sagen, und habe ich mir gedacht, nehme ich auch mal auf, das kommt dann morgen online. Könnt ihr euch drauf freuen, Freunde, ansonsten starten wir hier rein, geht ja eh lange genug das Video. Viel Spaß und damit let's go. Wundert euch bitte nicht, wenn die Qualität jetzt nicht so nice ist von dem Video, das ist halt wie gesagt ein Download und ja, deswegen nicht wundern. Ich hoffe, das ist nicht schlimm. Das Gute ist, ich habe das mal hier selber bei mir hochgeladen, ne, sodass das aber nur ich anschauen kann. Und da habe ich die Geschwindigkeit hochgestellt, weil ich mir schon dachte, ey, 40 Minuten Video, wenn ich das wirklich in Normalgeschwindigkeit laufen lasse, dann glaube ich, sitzen wir übermorgen noch hier. Deswegen Geschwindigkeit hier auf 1,75 und damit let's go. So, liebe Leute, das allererste Mal sitze ich mit meiner geliebten Vanessa in einem Bild, das wir selbst produzieren. Und wir haben einiges mitzuteilen. Wir wollen einige Sachen aus unserer Perspektive einfach mal euch erklären, wie es dazu führen konnte, dass das so verlaufen ist, wie Temptation Island verlaufen ist. Und einfach mal unsere Sichtweise einfach mal mit euch teilen und vielleicht auch so ein paar Sachen aufklären, die behind the scenes, also hinter dem, was ihr jetzt zu sehen bekommen habt, ja, abgelaufen sind. Und ja, wie unsere Einschätzung der Moment und Situation vielleicht auch einfach so war. Was war dein Beweggrund? Ladies first. Ja, genau, also ursprünglich wäre ich eigentlich bei einer anderen Show gewesen. Das hat dann aber seitens des Senders dann irgendwie nicht geklappt. Ja, und dann habe ich mir gedacht, kurz vorher, weil ich eigentlich dieses Jahr unbedingt noch den Drang hatte, rauszukommen, was auch mit meiner Trennung, die erst zum Zeitpunkt von Temptation 3 Monate zurücklag, einfach diesen Drang hatte, rauszukommen, Urlaub zu machen, mich ein bisschen abzulenken und auch vielleicht mal was Neues kennenzulernen, dachte ich mir, okay, dann nehme ich halt die Anfrage von Temptation einfach an und ja, mach. Also wäre interessant, wo sie eigentlich dabei gewesen wäre. Könnte man natürlich auch sagen jetzt, dass das Schicksal war, dass sie da dabei war. Und ja, also wo sie schon mal dabei war, war ja Take Me Out. Dazu kam auch eine Reaction online von euch aus gesehen gestern, ja, also die auch unbedingt abchecken. Wer die nicht gesehen hat, noch nicht, ne, ist auch sehr lustig, also das würde ich euch auch empfehlen. Und vielleicht sagt sie ja noch, wo sie eigentlich gewesen wäre. Ich mache dann da easy peasy mein Urlaub und guck mir mal an, was da so passiert in der Villa. Weil halt elf Frauen da sind, ne? Waren ja genug andere Frauen da, wo ich mir dachte, die machen da schon die wilden Partynächte und ich werde einfach mich im Hintergrund halten und einfach mal gucken und schauen, ne? Lief wohl nicht so, ne? Mein Beweggrund bei Temptation Island VIP mitzumachen war es ursprünglich, weil ich Temptation Island nur als Treue-Test gesehen habe, als Challenge, Christina die Treue zu beweisen, weil Christina Vertrauensprobleme hatte. Hat sie auch selbst zugegeben und ich wollte ihr mit diesem Vergleich, mit dieser Challenge, die wir definitiv meistern würden, so damit bin ich reingegangen, ihr einfach die Sicherheit geben, dass sie mir blind vertrauen kann und einfach, dass wir mehr zusammenschweißen. Ich war bei Temptation Island auf jeden Fall, hatte ich so einen Tunnelblick. Und man kann Temptation Island auch überhaupt nicht mit der Realität vergleichen. Absolut nicht. Also mal ganz kurz nochmal, bevor es jetzt damit weitergeht. Ich finde es interessant, dass er halt immer noch der Meinung ist, weil das hatten wir auch schon beim Wiedersehen. Und das war auch für mich so ein Punkt, oder ich muss sagen, ich blicke manchmal gar nicht mehr durch, ne, wo genau was angesprochen wurde. Entweder das Wiedersehen oder ein Statement. Aber ich glaube, es war das Wiedersehen. Er meinte auf jeden Fall, dass sie das ja eigentlich bestanden hätten oder bestehen würden und er diesen Treue-Test quasi schaffen würde. Und da habe ich mir so gedacht, so irgendwie krass, dass er das halt immer noch behauptet oder immer noch der Meinung ist, sie würden das überstehen, obwohl es ja bewiesen wurde, dass sie das halt eben nicht haben. Da kann man auch nichts an den Umständen irgendwie ändern oder sagen, ja, wenn das so und so gewesen wäre, dann würden wir das natürlich bestehen. So, da meinte er ja, wie gesagt, auch mal irgendwie so noch, das wäre gar kein Problem oder so. Und da habe ich mir echt gedacht, so ey, also das ist schon eine komische Aussage so. Das geht nicht. Du hast da keine Termine, du hast da keinen Druck, du hast da kein Handy, du hast da keine Leute, mit denen du also privat reden kannst, wie jetzt Bruder, Vater, Schwester, Freunde. Du bist da wirklich nur darauf fokussiert, dich zu alkoholisieren, weil du Langeweile hast, und halt Gespräche zu führen und andere Menschen kennenzulernen. Erst dort drin habe ich für mich entdeckt, dass eine Beziehung, eine gesunde Beziehung, die besteht nicht nur aus Treue, zu einer gesunden Beziehung gehört viel, viel mehr dazu. Und ich habe halt durch Vanessa für mich erkannt, dass da etwas fehlt. Dass ich nicht zu 100% glücklich war in der Beziehung mit Christina, auch wenn wir wunderschöne Zeiten hatten. Wir haben sehr, sehr schöne Erinnerungen und gerade deswegen fiel es mir so schwer, da eine vernünftige Entscheidung zu treffen, ohne jemanden zu verletzen. Und dann lässt du dich natürlich von diesen
von dieser Bubble treiben und du handelst dann komplett irrational. Also wenn ich jetzt schon Bilder teilweise mir anschaue, hast du ja auch gesehen, da haben wir uns beide schon mal gedacht, ey, wie konnten wir so handeln? Im echten Leben hätte man nie so gehandelt. Man hat ja auch später gesehen, ab der 8. oder 9. Folge, habe ich angefangen zu realisieren, um mich selbst zu reflektieren, dass das, was bisher abgedreht wurde, einen anderen Menschen, also Christine auf der anderen Seite, extrem verletzen könnte. Und das hat mich dann halt... Naja, ob er das so wirklich realisiert hat und selbst reflektiert hat, das sei mal dahingestellt. Also in meinen Augen eigentlich nicht. Es wurde ja, muss man, also am Ende natürlich war es sowieso am schlimmsten, aber wenn er jetzt der Meinung ist, da hatte er es realisiert, dann ja, gut, okay. Also würde ich jetzt sagen, war eigentlich nicht so gewesen. Es wurde immer schlimmer, aber okay. So traurig gemacht, weil ich mir dachte, bis jetzt haben wir ja noch nicht so viel Neues. Ihr restliches Vertrauen auch komplett eigentlich gebrochen gar nichts. Und sie emotional gebrochen, obwohl das nie meine Intention war. Also, ich hätte es niemals für möglich gehalten, dass ich mich einer wildfremden Frau, die ich wirklich nur so kurz kennengelernt habe, so krass öffnen zu können, also dass da wirklich Gefühle entstehen. Hätte ich nie in meinem Leben gedacht, dass es möglich ist. Also ich hätte es nicht gedacht. Ich hätte nicht gedacht, dass man sich so schnell in wen anders gucken kann. Ich glaube aber, dass... Ich glaube, das ist auch nichts, was man also so generalisieren kann. Ich glaube nicht, dass man das mit jeder Person haben kann. Nein, ja, du hast ja keine Ablenkung. Ne? Normalerweise triffst du dich und dann, weiß nicht, hat man zwei Stunden, die man zusammen miteinander verbringt und jeder geht wieder in sein Zuhause, in seinen gewohnten Alltag, macht weiter und dann plant man vielleicht das nächste Treffen ein paar Tage später. Aber dass man wirklich auch sich gar nicht aus dem Weg gehen kann, weil man ja auch unter einem Dach wohnt, in 14 Tage lang, ist ja schwierig, dass man dann halt immer irgendwie so nicht im Kreis oder aus dem Weg geht. Ne? Das geht gar nicht. Ja, das wäre natürlich mal eine interessante Überlegung, wie das wohl gelaufen wäre, wenn die beiden sich einfach so gedatet hätten, ne? Ob das dann auch zu dem Ergebnis geführt hätte oder nicht, keine Ahnung, müssen wir uns nicht groß stellen, die Frage, aber trotzdem natürlich, also damit haben die recht, dass es halt da schon eine intensivere Situation ist, wie wenn man jetzt jemanden einfach so irgendwo außerhalb von Temptation kennenlernt. War ja dann auch das Argument, warum er so lange da drin geblieben ist, weil er wusste, außerhalb würde das nicht klappen und deswegen wollte er ja da weiter drin bleiben. Wenn man halt doch irgendwo so eine Anziehung spürt. Ich hatte eigentlich keine Befürchtung. Ich dachte, ich werde da rumliegen, ein bisschen Party machen, mich entspannen, erholen. Und nach 2 Wochen gehe ich da zusammen mit der Christina wieder unendlich glücklich raus. Ja, ich hatte in meiner Position auch überhaupt keine Befürchtung, weil ich dachte, ich gehe ja dahin und mache meinen Urlaub. Das soll schon passieren. Für mich gibt es natürlich viele Dinge, die ich mir gewünscht hätte, anders zu machen. Gerade in Bezug darauf, dass Alex ja noch in einer Beziehung war und man das Ganze vielleicht nicht hätte so offenbaren sollen. Im Fernsehen und gerade auch vor ganz Deutschland und der generellen Dachregion und auch nicht bevor Alex und Christina gesprochen hat. Das ist natürlich ein Punkt, wo ich mir halt denke, das geht gar nicht und wo ich jetzt auch rückwirkend sagen kann, hey, es lag aber auch echt extrem daran, dass du da in so einer Bubble drin bist, dass du gar nicht mehr schaffst, so richtig rechts und links zu schauen. Ich meine, ich hatte immer im Hinterkopf, da ist noch wer und ich weiß, dass das Ding auch nicht geklärt ist. Aber wenn man halt trotzdem irgendwie nicht die Möglichkeit hat, Abstand zu halten, gerade wenn man diese Anziehung spürt und auch wusste, man empfindet jetzt auch schon irgendwie so ein bisschen was für den anderen, fiel es einem irgendwie extrem schwer, wirklich noch auf Abstand zu gehen. Und wir haben es auch oft versucht, auch wenn es vielleicht nach außen wirklich nicht so aussah. Tagsüber. Sind wir uns aus dem Weg gegangen? Ja, das sah jetzt so wirklich nicht aus. Man muss halt dazu sagen, natürlich, es bringt jetzt auch nicht viel, irgendwie zu sagen, ja, hätten die mal da so und so sich verhalten. Was auf jeden Fall nie gezeigt wurde, war eine klare Aussage von Vanessa von wegen, ey, wenn du mit mir irgendwie was aufbauen möchtest, mich weiter kennenlernen möchtest, dann musst du erstmal das Alte beenden. Das haben wir so nie gehört. Trotzdem muss man sagen, ich finde, ihr kann man jetzt keinen großen Vorwurf machen an dem Ganzen, weil... Okay, klar, ich habe auch schon gemerkt, auch in den Leuten ist man sich ein bisschen uneinig darüber. Natürlich ist jetzt nicht irgendwie das Ziel, dass die Verführerinnen hier eine Beziehung finden. Aber wenn das dann passiert, dass sie sich in jemanden verliebt, dann ja, ne, ist das halt so. Gibt auch im echten Leben Leute, die sich in jemanden verlieben, der vergeben ist. Aber dann liegt das ja an der vergebenen Person, da normalerweise nicht drauf einzugehen. Nur abends, als er Alkohol floss, dann hatte man das Bedürfnis, sich auszutauschen und einfach die Zeit zu genießen, zu tanzen, Party zu machen. Ja, spätestens abends sind wir irgendwie immer wieder zueinander gefunden und standen wieder voneinander und haben wieder angefangen zu quatschen oder zu tanzen. Also ich bereue Dinge im Leben, die ich nicht getan habe. Nur Dinge, die ich nicht getan habe. Und deswegen sage ich definitiv, dass ich nicht die Teilnahme bei Temptation Island bereue. Ich bereue, wie ich damit umgegangen bin. Und ich bereue, dass ich Christina verletzt habe und dass sie sehr gelitten hat. Das bereue ich zutiefst. Ich bereue nicht das Ergebnis. Ich bin sehr glücklich mit Vanessa. Und ich denke, das ist der richtige Weg auch gewesen, wenn ich auch dass ich mein Herz gehört habe. Aber das wie es rübergekommen ist, und vor allem im Fernsehen und vor Millionen von Leuten, dass Christina da durch meine Taten bloßgestellt wurde, das bereue ich zutiefst. Das waren jetzt die... Ich muss sagen, ne, irgendwie dadurch, weil das halt so viele Schnitte drinnen hat und er nicht in die Kamera guckt, sondern er guckt irgendwie
auch nicht so ein leerer Blick, sondern als würde jemand hinter der Kamera stehen, der das irgendwie so abnickt. So, ja, hast du gut gesagt, jetzt können wir hier übergehen zu dem und dem. Jetzt sagst du mal hier, das und das tut mir leid. Irgendwie so, das Gefühl habe ich irgendwie dabei so ein bisschen. Ja, ich sag nicht, dass es so ist, aber ich glaube schon irgendwie, dass da jemand hinter der Kamera stand, den er auf jeden Fall angeguckt hat. Die besten Monate meines Lebens bisher, bei dir auch. Weil ich einfach absolut kein Verständnis habe für Cybermobbing, für Beleidigungen, für Menschen, die einen einfach wahllos beleidigen. Weil im Endeffekt hat man ein bestimmtes Bild gezeigt bekommen und nie quasi die Möglichkeit bekommen, dass wir uns mal aus unserer Sicht dazu äußern. Das machen wir jetzt mit dem Video zum ersten Mal. Und man muss immer beide Seiten betrachten. Ja, das muss man natürlich, aber dass die Leute dann nicht sagen, ja, ich bilde mir jetzt mal keine Meinung, ich warte mal, bis die sich äußern dürfen dazu. Das ist ja auch klar, dass es nicht der Fall ist. Und ja, wenn das in der Öffentlichkeit stattfindet, muss man auch mit der öffentlichen Reaktion dazu rechnen. Wie zum Beispiel Statements von anderen Reality-Leuten, von irgendwelchen YouTubern und so weiter, ne? Das ist halt ganz normal, aber das kritisiert er ja immer und bringt es immer in diesen Bezug mit Cybermobbing. Wobei das Kritik damit ja nicht unbedingt zusammenhängt, ne? Das ist natürlich die Frage, wie man das rüberbringt, wie man sich ausdrückt. Ich würde aber behaupten, mir kann man da definitiv nicht den Vorwurf machen, dass das irgendwas mit Cybermobbing zu tun hätte. Wie das bei anderen ist, das weiß ich nicht, weil ich natürlich nicht noch von jedem anderen YouTuber, der irgendwie Videos dazu macht, mir das dann auch nochmal anhöre, weil ich es ja dann eh immer schon beim Aufnehmen, beim Schneiden höre und irgendwann, ne, möchte man es auch nicht nochmal ein drittes Mal sich anschauen. Natürlich wiederum die ganzen Hassnachrichten und so, die er da bekommt, sage ich ja auch immer, das geht natürlich nicht, das darf man nicht machen. Bis man dann da rational eine Partei ergreifen kann, so für sich. Aber das, egal was passiert, niemand hat das Recht, andere Menschen zu beleidigen, zu bedrohen, Todeswünsche auszusprechen, das haben wir alles durchlebt. Und deswegen nochmal ein Riesenappell und ein Riesendankeschön an all die warmherzigen Supporter, die uns in dieser schwierigen Zeit auch unterstützt haben. Die Geschichten mit uns auch teilen. Es gab super viele positive Nachrichten von Leuten, die gesagt haben, hey, also ich oder mein Partner und ich, mein Freund und ich, finde es sehr stark, dass ihr euch da hinstellt und trotz all dem Druck und trotz der Kameras und der öffentlichen Entblößung euch da hinstellt und zu euren Gefühlen steht und euer Ding halt irgendwie durchgezogen habt, obwohl ihr euch wahrscheinlich sehr bewusst wart, was das auch anrichten wird. Dass wir uns angreifbar gemacht haben durch das Gedicht zum Beispiel. Damit haben wir aber ein Zeichen gesetzt und für uns auch, unsere Außenwelt, da ist das zwischen uns, da haben sich Gefühle entwickelt und wir stehen dazu. Wir belügen uns nicht. Ja, aber ich denke nicht, dass sie sich da wirklich Gedanken gemacht haben. Also die hatten bestimmt nicht den Gedanken bei Temptation, ey, wir haben jetzt hier dieses Gedicht geschrieben. Wenn wir das jetzt vortragen und das gesendet wird, dann haben wir die ganzen Leute gegen uns. Oder alle ziehen das so ein bisschen ins Lächerliche und so weiter, ne? Ich denke nicht, dass sie den Gedanken hatten, weil wiederum meinten die ja, man lebt in einer Bubble. Und ich glaube, wenn dir schon nicht mehr bewusst ist, was der Partner darüber denkt, dann würde ich mal sagen, denkt man auch nicht daran, was denken jetzt die Leute irgendwo im Internet darüber. Wir belügen die Welt daraus nicht, indem wir so tun, als wäre alles wie vorher und man geht in seine gleiche unglückliche Beziehung. Das sollte man auch viel öfter im Leben, nicht? Ja, und viele Leute haben auch gesagt, ich habe das selbst durchlebt, also vor allem, ich sag mal, Menschen im fortgeschrittenen Alter. Ja, ne? Die haben dann ein Verständnis gehabt und diesen Menschen danken wir von ganzem Herzen der schwierigen Zeit. Ne? Ja, dazu auch nochmal kurz, die Leute, was die halt immer meinten, war ja, dass man mit einer Person zusammen ist, mit der man nicht mehr zusammen sein möchte. Da meinte ich ja schon, da brauche ich keinen Alex dafür, der mir das hier irgendwie im Fernsehen zeigt, dass ich das nicht muss, dass ich nicht mit einer Person zusammen sein muss. Da brauche ich niemanden, der mir das zeigt, das weiß ich einfach selbst. Und er verwechselt das halt immer so ein bisschen mit, die Leute würden jetzt die Gesamtsituation gut beurteilen, was die aber ja nicht tun. Das ist ja nur darauf bezogen, dass man halt eben seinen Partner wechseln darf, ne? Also das hat er auch schon häufiger angesprochen und manche auch schon immer, irgendwie versteht er das, glaube ich, ein bisschen falsch, diese positiveren Kommentare. Und ich glaube, man muss sich auch nicht immer nur bedanken bei Leuten, die positiv über einen reden oder einem den Mund nachreden oder Zuspruch geben, sondern man darf auch dankbar sein für Leute, die vielleicht kritisch sind, aber das Ganze auf eine gute Art und Weise machen und nicht irgendwie dann in so Dinge reingehen mit Cybermobbing und so, ne? Also da hätte er auch sagen müssen, für alle, die kritisch das Ganze sich angeschaut haben, aber trotzdem, ja, was heißt fair geblieben sind, aber nicht beleidigt haben, wisst ihr, was ich meine, das Ganze irgendwie objektiv betrachtet haben. Tja, ne, aber das fällt vielleicht für ihn trotzdem schon in Cybermobbing rein, weiß ich nicht. Ich würde schon sagen, dass wir eine Menge an Feedback bekommen haben, was natürlich auf den ersten Blick sehr negativ erscheint, sei es jetzt von Beleidigungen bis hin zu irgendwelchen Wünschen, Todeswünschen. Ich wünsche dir, dass du die Kinder bekommen kannst, ich wünsche dir, dass Alex dasselbe mit dir macht, ich wünsche dir alles Schlechte im Leben, Karma wird da schon regeln, also wirklich so ganz hasserfüllte Nachrichten, die natürlich, ja, schon manchmal ziemlich aus der Bahn geworfen haben. Ich glaube, bei dir ist es aber auch nochmal ein Tuck schlimmer. Ich meine, gut, ich weiß vielleicht manchmal nicht so gut damit umzugehen, weil die Branche und der ganze Druck für mich generell sehr neu waren oder sind. Aber dafür hattest du halt auch mehr Ausmaß einfach. Weißt zwar besser damit umzugehen oder wusstest besser damit umzugehen, aber ich glaube, du hast ja genauso gefühlt, dass es einfach manchmal echt zu viel ist. Irgendwann mal musste ich mal so einen Switch einlegen
Und hab dann gedacht, okay, sollen die Leute kommentieren? Weil jeder dieser negativen Kommentare pusht mich. Ey, wollt ihr mal ganz kurz sehen, wie das auf normaler Geschwindigkeit wäre? Erst recht, allen anderen zu zeigen, dass ich daraus Energie schöpfe und an mir arbeite, um irgendwie... das ist keine gute Idee. So, weiter geht's. Noch mehr weiter voranzukommen. Das war für mich so die Lösung, mit diesem Druck umzugehen. Ja. Wir sind definitiv gegen Cybermobbing, 100%. Und das ist mal ein Riesenappell, auch vielleicht an die Produktion und Firmen und Sender, einfach da mehr Acht drauf zu geben. Deswegen habe ich auch... Ja, aber was sollen die denn da machen? Also die können doch nicht die Leute beeinflussen, was die schreiben. Das ist halt, das klingt vielleicht irgendwie hart, aber auch das gehört leider dazu. Es gibt Leute, die schreiben sowas und da kann man leider nichts dagegen machen. Ne? Damit muss man halt rechnen und je mehr Leute irgendwas von einem sehen, desto mehr auch negative Meinungen oder dann halt auch Beleidigungen können dabei rumkommen. Schön ist das natürlich nicht, richtig auch nicht. Unbedingt gesagt, wenn wir wirklich diese Beziehung ernsthaft nicht gefährden wollen, müssen wir zusammenziehen und zusammen wohnen während der Ausstrahlung, weil ich genau wusste, dass wir Täter auf uns zukommen. Dass wir da wenigstens füreinander da sein können, dass wir uns aufbauen können und zusammenhalten können. Ich meine, das, was wir getan haben, mag ja vielleicht nicht das richtige Leute gewesen sein, dessen sind wir uns ja auch bewusst. Nur weil das nach außen ja vielleicht noch nicht so transparent ist, weil wir aber auch nicht drüber reden dürfen, heißt es ja nicht, dass das nicht in uns drin ist, dass wir wissen, dass wir diese Reue haben. Aber wenn dann auch mal Leute kommen, die auch immer nachtreten und dann wirklich so hasserfüllte Nachrichten schreiben, bösartig. So bösartig, wo ich mir denke, wer bist du, dass du so über mich sprechen darfst und dass dir das Recht so rausnimmst, über mich zu urteilen, als wärst du irgendeine höhere Macht, dass du mir wirklich Sachen wünscht, die man, das macht man einfach nicht. Ich finde, da reicht es halt irgendwo. Nicht wie du möchtest, aber dass du wirklich jemanden den Tod wünschst oder sagst, ich wünsche, dass du nie Kinder bekommen kannst, also so richtig hasserfüllt vom Herzen, das ist einfach zu viel. Ich glaube, man versteht ganz selten, was sie damit eigentlich anrichten. Ich meine, egal wie es nach außen erscheint oder wie ruhig man ist oder wie du auch immer sagst, du das vielleicht eine Motivation transferierst. Irgendwo, das lässt einen nicht locker. Das lässt dich nicht locker. Natürlich haben wir nicht nur negative Nachrichten erhalten. Es gab auch Menschen, die uns aufgebaut haben, die uns Mut zugesprochen haben, die unsere Lage verstehen, weil sie das Gleiche durchlebt haben. Und ich muss ehrlich gestehen, ich vor 10 Jahren hätte vielleicht auch nicht so denken können wie jetzt, dass sowas möglich ist, dass man sich in einen anderen Menschen verliebt, obwohl man in einer anderen Beziehung noch drin ist. Das können nur Menschen mit einer gewissen Lebenserfahrung auch dann eher verstehen, weil die das dann auch wahrscheinlich auch... Keine Ahnung, wie gesagt, immer noch für mich der Punkt, hat damit gar nichts zu tun. Dass es geht, das ist ja wirklich nichts Neues, ne? Aber das ist ja auch immer noch nicht das, was man kritisiert, sondern der Weg, wie er sich Christina dann verhalten hat, als er das gemerkt hat. Ja, wahrscheinlich schon erlebt haben, oder im Umkreis, im Freundesumkreis oder sowas schon mitbekommen. Ja, es gab echt richtig viele schöne Nachrichten. Ja. Es gab wirklich welche, die haben sich so viel Zeit genommen, einem solche Texte verpasst oder die einem 5 Sprachnotizen geschickt haben und gesagt haben, hey, gib nicht auf, lass euch das nicht zu Herzen kommen, versuch das durchzustehen, ich schaff das, man spürt, dass da was ist. Ja, es war echt manchmal so schön, dass ich sogar auch da ein paar Tränen vergossen habe, weil ich einfach dachte, so krass, das ist im Kontrast halt, es gibt so hasserfüllte Menschen, aber es gibt auch so Menschen, die haben einfach noch so viel Liebe zu geben und da ich eh so ein Verfechter bin von, dass man Hass nie mit Hass bekämpfen sollte, sondern Hass auch immer mit Liebe, war das für mich halt auch nochmal so ein Grund, das ganz gut irgendwie durchzustehen und mich nicht so auf das Negative zu versteifen, sondern alles Gute zu glauben. Und ja, also ich sage halt immer, dass ich eine sehr hohe Toleranzgrenze habe, beziehungsweise gar keine Grenze eigentlich bei der Toleranz empfinde, weil ich finde, es ist super wichtig, dass man einfach akzeptiert, dass jeder Mensch sich zu etwas anderem im Leben einfach ja, berufen fühlt oder hingezogen fühlt, jeder das anziehen möchte, sein möchte, so leben möchte, wie er es für richtig hält. Und wir sind alle nicht dazu befähigt, darüber zu urteilen. Und ich fände es halt einfach viel schöner, wenn man akzeptiert, dass es halt so ist, dass jeder so sein sollte, wie er möchte und auch die Entscheidung treffen darf für sich. Heißt aber auch genau im Umkehrschluss, dass man dann natürlich auch die Konsequenzen für alles auch tragen muss. Dessen sollte man sich natürlich bewusst sein, aber unterm Strich, es gibt eigentlich nie richtig oder falsch. Für mich gibt es immer eine Kehrseite von allem und man sollte halt einfach nur das tun, was einem das Herz sagt und das, was einen weiterbringt, für sich persönlich und nicht für Zwecken anderer. Genau, 100%. Das ist nicht das, was die Gesellschaft von einem verlangt. Und abends in Ruhe schlafen gehen kann, weil er weiß, und wenn ich in dieser Bubble für mich entdeckt habe, dass da noch mehr, viel mehr hintersteckt als nur Treue, dann bin ich meiner Meinung nach, auch wenn ich schon die Chance dafür habe, verpflichtet, das Ganze zu tiefgründig zu analysieren, um es bewerten zu können. Und da sind halt Gespräche notwendig, da muss ich viel Zeit mit dir verbringen, da muss ich gucken, ob es auf mehreren Kontexten matcht. Und als ich diese Bestätigung hatte, gab es für mich nur die Wahl, das zu offenbaren, zu meinen Gefühlen zu stehen und das außen zu kommunizieren und auch die Verantwortung dafür zu übernehmen. Und das tun wir jetzt hier, definitiv. Ja, das tun. Aber halt nicht zu der Person kommunizieren, mit der man das als allererstes kommunizieren sollte. Und deswegen sagen ja immer alle auch, und stimmt ja auch, hätte er abbrechen müssen und mit Christina drüber reden müssen. Hat er nicht gemacht. Hat auch Lola zum Beispiel ja bei dem Wiedersehen gemeint, ne? Also da hat Alex ja auch mal irgendwie behauptet, er hätte schon mit Christina Schluss gemacht, wurde aber nicht gesendet. Keine Ahnung, ne? Also... meinte Lola ja dann nur, der Moment, in dem man Schluss macht, ist auch der Moment, in dem man Temptation Island beendet. Und ich glaube irgendwie nicht, dass das der Fall war. Aber okay. Wir erzählen jetzt mal, wie es für uns war, wie wir alles wahrgenommen haben, was halt auch wirklich so passiert ist, aus was ihr vielleicht nicht gesehen habt. Und auch vielleicht nicht sehen solltet. Ja. Weil das ist immer noch eine, ich sag mal, diese Sendung ist ja ein Business, okay, von der Produktion. Und der Sinn und Zweck eines Businesses ist immer, Gewinne zu erzielen. Und wie kann man Gewinne erzielen in dieser Branche, indem man die höchstmögliche Einschaltquote erzielt. Das heißt, es muss interessant für die Leute gestaltet sein. Die Leute müssen den Drang haben, jede Woche das Abo zu verlängern oder jeden Monat das Abo zu verlängern, 5 Euro zu bezahlen, damit das Ganze halt wirtschaftlich sich trägt und die Leute die Show gucken möchten. Und deswegen ist es ganz wichtig zu erwähnen, dass definitiv Sachen, die vielleicht so passiert sind, überdramatisiert dargestellt werden, mit Bildern, mit Tönen, die draufgepackt werden, um es nochmal viel schlimmer darstellen zu lassen, dass die Leute einschalten und dass nicht immer alles so passiert ist.
hatten wir auch schon mal gehabt, aber auch da, ob der Kuss jetzt nochmal mit, keine Ahnung, irgendeiner schönen Musik hinterlegt ist oder irgendeine schlimme Szene mit einer dramatischen Musik, es wirkt anders, natürlich, ja, aber trotzdem bleibt ja die Szene, das Bild, das bleibt ja gleich, das verändert sich ja dadurch nicht. Und ja, es, man muss leider sagen, es sind halt keine neuen Punkte, ne, das hatten wir alles schon. Und da habe ich auch überall eigentlich schon das dazu gesagt, wie jetzt. Und in dem Fall kann ich auch nur sagen, das kann man dann halt nicht irgendwie sagen, ja, ey, das wurde irgendwie falsch dargestellt durch Musik und keine Ahnung, was auch immer. Man kann natürlich mal sagen, ey, manches wurde so ein bisschen geschnitten aus dem Zusammenhang, dann kommen irgendwelche Szenen, die da gar nicht dazu gehört haben, sondern zu was anderem. Okay, ne, das ist auch irgendwie klar, aber die Musik und so weiter, das ändert ja trotzdem nichts an dem, was passiert ist. Und auch manchmal bewusst Sachen nicht gezeigt werden, weil sie sonst das Bild natürlich der Charaktere und der Rollen, die wir durch die Produktion und den Schnitt natürlich zugewiesen bekommen haben, sonst verändert werden könnte und dem nachher nicht mal einer Rolle entspricht, die wir aufgesetzt bekommen haben. Deswegen dürfen wir auch nie über Sachen sprechen, die nicht ausgestrahlt wurden während der Sendung. Weil dann wird man wieder die Rollen entkräftigen oder anders darstellen. Und ich hatte auch diese Frage bekommen, gibt es Rollen? Habt ihr ein Drehbuch? Da sage ich, nein, haben wir nicht. Jeder spielt sich selbst, es gibt keine Charaktere, du bist du. Aber was am Ende dir für eine Rolle zugewiesen wird durch den Schnitt, das entscheidet immer noch die Produktion am Ende des Tages. Klar, Aussagen, die man getätigt hat, bleiben auch Aussagen, die man getätigt hat. Aber unterm Strich kann keiner mehr nachvollziehen, wann was gesagt worden ist, wann was aus welchem Gespräch irgendwo als O-Ton über eine bestimmte Szene oder eine Sequenz gelegt worden ist. In welchem Kontext. Ja, genau. Zum Beispiel, ne, diese, also O-Ton, zum Beispiel jetzt diese Interviews, ne, die weiß man natürlich immer nicht, worauf waren die bezogen, wann wurden die aufgenommen, wurden die 5 Tage später reingeschnitten. Und ja, das stimmt natürlich, ne? Da der Punkt, der stimmt, habe ich ja auch vorhin gerade eben gemeint, aber im Großen und Ganzen ist jetzt nicht so, dass die Show irgendwie so nie existiert hat, ne? Das kann man halt trotzdem nicht behaupten. Was für Aussagen aneinander gereiht wurden, unabhängig von den Tagen, vieles wurde auch einfach durcheinander gewürfelt oder die Tage wurden auch irgendwie durcheinander gewürfelt. Also was ich schade finde, ist es, dass nicht gezeigt wurde, dass wir beide ein Date hatten. Genau, Tag 2 oder 3, glaube ich schon. Relativ früh. Ja. Wir hatten ein Date zu zweit außerhalb der Villa und da haben wir Kram gegessen. Genau, dann hatten wir ja, so ein Date, wo wir eigentlich so einen Kram mit so einem Mini-Hammer zerschlagen sollten. Und Austern und dann essen sollten. Aber ich muss auch sagen, dass das natürlich gerade am Anfang, weil vorher hatten wir ja eigentlich nur abendliche Gespräche, tagsüber ja auch nicht viel Kontakt und dann so an Tag 3 das Date, was von der Produktion so vorgegeben war, weil die halt gesehen haben, okay, die verstehen sich gut, das hat uns schon irgendwie noch ein bisschen zusammengebracht, würde ich jetzt sagen. Also das Date war zwar eher so humorvoll, weil wir halt auch gut getrunken hatten. Aber es war halt trotzdem auch so ein Moment, wo man halt nochmal gemerkt hat, okay, wir können viel Spaß miteinander haben und irgendwie versteht man sich ganz gut. Ja. Das ist auch etwas, was sehr unangenehm ist, kann ich jetzt an der Stelle schon mal sagen. Ja gut, aber was hätte das geändert, wenn wir das Date gesehen hätten? Keine Ahnung, ich finde ja eh diese Dates immer nicht wirklich interessant, muss ich wirklich sagen, auch bei Are You The One, ne? Für mich persönlich nicht so interessant. Wer das natürlich mega geil findet, gar kein Problem, aber ich finde das immer eher etwas langweiliger, auch bei Temptation und ja, habe ich auch deswegen eigentlich nie in die Videos mit reingeschnitten, generell die Dates, weil die, ich finde, die sind meistens auch nicht wirklich aussagekräftig, außer es passiert was Krasses, aber wenn das nicht der Fall ist, ja, die verstehen sich gut, die unterhalten sich, okay, ja, aber es ist nichts, was jetzt wirklich irgendwie irgendwas Krasses verändern würde, so. Wir waren zu viel alkoholisiert unterwegs. Ja, und das ist auch so eine Sache, wir waren nicht jeden Tag, den ganzen Tag über betrunken, das war immer noch abends. Wir hatten tagsüber auch tolle Gespräche im nüchternen Zustand. Dann, die ersten Tage war ja noch eine sehr, sehr wichtige Sequenz, die ihr ja auch viel gesehen habt, dass wir ja ständig diese Hebefigur gemacht haben. Genau. Dazu wollen wir auch noch was sagen. Und zwar gab es so eine Wasserolympiade, die nicht ausgestrahlt worden ist, wo wir halt diese Hebefigur geübt haben. Und wir mussten die halt alle machen. Wir beide waren aber nicht im Team, sondern ich war mit Aurelio im Team und du mit Lava. Genau. Und ja, da gab es so einen blöden Vorfall, wo so ein bisschen was schiefgelaufen ist bei der Wasserolympiade, dass sie halt abgebrochen werden musste. Und deshalb vermuten wir, wurde ich halt auch nicht ausgestrahlt, weil es auch nichts Wildes. Aber da war halt auch ein Teil, dass man halt die Hebefigur üben musste. Und weil wir halt nicht in einem Team waren, dachten wir uns, vielleicht kriege ich das mit der Wasser besser. Hätten wir es ja besser bekommen, wenn wir in einem Team. Ja, das ist dann wieder sowas wie mit dem Männlichkeitsworkshop. Ja, okay. Wir sind während Champs dann halt einfach außerhalb des Wassers gemacht. Und da gab es halt eine Szene, da wurde halt draufgesummt, wie ich dich in die Hüfte packe im Pool. Da habe ich noch gezeigt, wo ich sie packen muss, also damit sie das Gleichgewicht halten kann. Ja. Und das war jetzt kein Angrabschen, so wie es dargestellt wurde. Ja, körperlich war null, nichts, 0,0 bei uns. Genau. Deswegen finde ich es auch schade, dass dieses eine Bild gezeigt wurde, im Dunkeln, wo man die Konturen sah, im Treppenhaus, wo wir uns irgendwie so näher kamen. Das sah ja so aus, als würde man sich küssen. Ja. Man hat aber auch gehört, dass wir die ganze Zeit am Reden waren, das heißt, wir konnten uns gar nicht küssen, weil wir am Reden waren. Und ich habe ihr was ins Ohr geflüstert. So. Da finde ich es auch schade, dass das so dargestellt wurde, als hätten wir uns dann geküsst. Ja, aber das ist doch klar. Und das ist doch auch so ein Ding. Jeder weiß doch, dass sie sich nicht geküsst haben. Jetzt in dem Zusammenhang mit der Hebefigur, also ich glaube nicht, dass Christina mit ihm deswegen Schluss gemacht hätte, weil das falsch dargestellt wird, warum er sie da hochhebt. Das ist ja eigentlich noch das Harmloseste irgendwie gewesen, so im Nachhinein betrachtet. Na, da denkt man sich natürlich vielleicht auch erstmal, oh, okay, ja, der ist schon,
ja, was heißt viel Körperkontakt, ne? Aber jetzt packt er die da an und hebt die irgendwie hoch. So schlimm ist das jetzt nicht. Nicht umsonst ist ja sowas dann auch mal Teil einer Challenge. Das ist wie so eine Massage oder was wir halt auch hatten, ne? Das ist ja irgendwie was, was auch als Challenge da halt auch gemacht wird. Und die Challenges sind ja auch harmloser im Vergleich zu dem, was die sonst machen. Ja, gab ja keine Challenge mit irgendwie küsst euch jetzt mal oder so. Das ist nicht passiert. Definitiv nicht. Es gab keine körperlichen Annäherungen. Ich habe mich in Vanessa rein emotional verliebt. Und das habe ich noch niemandem gehabt zuvor. Und deswegen wusste ich, die Frau ist was Besonderes. Ich habe, auch wenn es für viele scheinbar so rüberkam, zu keinem Zeitpunkt vergessen, dass alles vergeben ist und in einer Beziehung ist. Dennoch war es ja klar, dass wir in einer extremen Situation sind und in einem Format sind, wo gewisse Sachen vielleicht, sage ich mal jetzt, außerhalb der Realität sind und da vielleicht auch ein bisschen mehr Toleranz haben. Und ja. Bis wir dann auch ein paar Mal zu tief ins Glas geschaut haben, wo wir dann nur am Leinwand waren. Mega peinlich, wenn man jetzt die Bilder so sieht, ne? Aber wir hatten sogar in dem Zustand einen Streit. Den haben wir auch nicht gezeigt. Weil da waren halt die Situationen mit diesen Kästen. Einzelne Sequenzen wurden gezeigt. Das war nicht abends, wo ich das grüne Kleid hatte und wo die Cassie-Situation war. Ich meine, jeder weiß ja jetzt, was Me and You hier für einen Kontext hat, ne? Du auch? Ja, sie hat mir dann immer dieses Lied ins Ohr geflüstert. Das war übrigens nicht immer. Das war an dem Abend, wo Me and You lief. Ich like it. Und dann dachte ich mir so, das könnte jetzt schon kritische Bilder sein, wenn sie so nahe kommt und mir ins Ohr flüstert. Deswegen wollte ich ihr einfach so vermitteln, ist ein bisschen zu viel so, mach mal ein bisschen halblang. Aber trotzdem habe ich ja ihre Anwesenheit genossen. Und ich konnte ihr jetzt schlecht sagen, hör mal zu, mach einfach ein. Keine Ahnung, mach nicht so extrem, aber bleib bei mir. Weil sie hat dann gedacht, okay, dann, was hast du dann gesagt? Ja, ich meinte dann, okay, also für mich ist das ja überhaupt kein Problem, weil ich auch immer gesagt habe, ich mache nur so weit, wie du das für okay hältst, bis du mir halt Signale gibst, ne, so mach ich ja nicht. Und dann war er halt so, ja, das ist jetzt zu viel, aber ja, keine Ahnung, halt, ich habe irgendwie so klar gemacht, das ist jetzt zu viel und ich weiß nicht, irgendwie ist mir das gerade so komisch und ne, dann dachte ich halt, okay, easy peasy, dann distanziere ich mich halt, ich habe ihm gesagt, alles klar, ich lasse dich in Ruhe, gar kein Thema. Und dann war er halt direkt so voll das Gegenteil, er sagt so, ja, warum bist du denn jetzt so eiskalt? Warum lässt du mich jetzt einfach hier so stehen? Nein, so meine ich das doch gar nicht. Und dann haben wir uns die ganze Zeit im Kreis gedreht, eine Stunde wirklich, bis alle schon schlafen gegangen sind und irgendwann einer von uns, der erst dann sauer ins Bett gegangen und dann schlafen. Ich bin dann ins Wohnzimmer und habe im Wohnzimmer in dem Kleid, bin ich eingeschlafen, wollte an dem Abend noch abbrechen, weil ich dachte, der geht mir so auf die Nerven, also wie kann sowas schon so intensiv sein? Also erstmal das erste Lagerfeuer. Ich hatte mit der Christina klipp und klar eine Vereinbarung getroffen. Ihre Vereinbarung war, keine emotionale Bindung, nichts Körperliches mit anderen Frauen machen und nicht zusammen im Bett schlafen und kuscheln. Und ich hatte die gleichen Bedingungen, plus ich hatte noch die zusätzliche Bedingung, ich habe gesagt, diese Show schon sehr viele Menschen und im Endeffekt bist du, dein Handeln fährt auf mich ab und andersrum genauso. Ich möchte definitiv nicht, dass du beleidigst. Solltest du, egal wen, egal welche Person, wirklich beleidigen und dich asozial verhalten, dann trenne ich dich noch in der Show. Das war klipp und klar kommuniziert, das wusste sie auch. Und nach dem ersten Lagerfeuer war ich geschockt, weil... Boah, was eine Überraschung. Er hat es ja sogar gesehen, aber er hat sich nicht getrennt. Hatten die ja diese Silberparty, wo wir diese Goldparty hatten. Es war ja zeitgleich am gleichen Abend. Und dann sehe ich, wie Christina sich mit den anderen vergehenden Frauen angelegt hat, die halt beleidigt hat. Und dann dachte ich mir, eigentlich hat sie jetzt beleidigt, ohne Bilder von dir zu sehen. Das heißt, ohne meine Einwirkung hat sie sich schon nicht an die Abmachung gehalten. Und eigentlich müsste ich ihr von Wort halten und das Ding beenden. So, hab das dann trotzdem noch nicht getan, weil ich wollte ihr noch eine Chance geben. Vielleicht bereut sie das ja. Ich wusste auch trotzdem nicht, in welchem Kontext das war. Und ihr nochmal eine Chance geben, sich beim nächsten Lagerfeuer vielleicht dazu zu äußern. Und dann war ja die Großszene mit dem Yoga-Date. Und wir haben das wirklich ernst durchgezogen. Weil ich habe das gar nicht mitbekommen. Ich war so fokussiert, als die anderen schon aufgestanden sind und da gesprochen haben und so. Ich hab da gar nicht drauf hingehört, weil man hat das leicht gehört, aber ich hab's auch nicht war so gehört. Deep drin. Deswegen waren wir die Letzten, die dann auch wach geworden sind und aufgestanden sind. Und dann habe ich aber vom Boot auch diese Beleidigung gehört. Und da ist noch ein ganz anderes Wort von der Christina gefallen. Dieses M-Wort, sag ich jetzt mal, das wurde nicht gezeigt. Und da dachte ich mir jetzt, hat sie mich jetzt wirklich allen Ernstes vor laufender Kamera so beleidigt, so unterirdisch beleidigt. Für mich ist eine Welt zusammengebrochen. Und das haben die dann auch nicht wirklich gezeigt. Die haben gezeigt, in der Villa habe ich so ein bisschen geschmollt, aber ich war wirklich sehr enttäuscht, sehr, sehr traurig. Ich wusste jetzt nicht, wie ich reagieren soll. Und dann habe ich auch wirklich geweint. Das erste Mal in meinem Leben im TV geweint, weil ich nicht weiter wusste. Ja, es wurde halt auch nicht gezeigt. Auch wahrscheinlich aufgrund dessen, dass man halt nicht wollte, dass ja deine emotionale Seite gezeigt wird. Sondern dass ich der Kühle bin. Du halt ja bist ja irgendwie natürlich der Buhmann der Show darstellt. Ne? Zwei Tage nochmal abwarten musste, weil ich wollte erst sehen, was konkret, also beim Lagerfeuer gezeigt wird, ob die Beleidigung an mich gerichtet war, gegen mich oder an sie oder egal an wen. Unabhängig davon, ja sowieso, denn egal wen sie beleidigt, ist finito. Aber wäre es gegen mich, wäre es ja noch viel schlimmer gewesen. Und da habe ich halt gesehen, wie sie reagiert hat und dass sie auch die Sandra dann da irgendwie, dass sie ihr bedroht hat. Und das war einfach too much. Und dann habe ich am nächsten Morgen, als ich nochmal eine Nacht drüber geschlafen habe, im Interview die Beziehung zu Christina beendet. Ich hab die Situation erklärt. Ich habe erklärt, was für einen Deal wir hatten. Ne? Ich habe dann auch gesagt, das ist nicht der richtige Weg, so Schluss zu machen, aber die Spielregeln waren bekannt. Und ich kann mich mit keiner Frau identifizieren, die meine Bedürfnisse nicht toleriert und respektiert, weil im Endeffekt hat sie mich jetzt quasi negativ dargestellt. Ich habe aber dennoch gesagt, ich werde trotzdem am letzten Lagerfeuer ihr die Chance geben, darüber mit ihr zu sprechen, ihre Sichtweise zu erläutern und zu erklären und abwarten, ob sie vielleicht irgendwo eine Reue zeigt. Aber Stand jetzt ist das Ding für mich beendet. Die Beziehung zu Christina ist beendet. Das habe ich in mehreren Interviews gesagt, um die Wahrscheinlichkeit zu erhöhen, dass auch gezeigt wird. Das hatten wir miteinander kommuniziert. Ich habe das mit mehreren kommuniziert. Man sollte natürlich trotzdem nicht vergessen, dass das nicht mit der entsprechenden Person kommuniziert wurde. Richtig. Das ist natürlich klar. Und deshalb habe ich auch mehrfach zu dir gesagt, dass das jetzt unterm Strich klar für die Kameras ausgesprochen wurde, aber natürlich nicht für Christina. Ich denke, viele denken sich jetzt gerade an dem Punkt auch, okay, aber Alex, warum hast du da nicht abgebrochen? Da vielleicht auch eine Frage, die du vielleicht direkt im Anschluss beantworten könntest. Mir wird auch die Frage gestellt, wieso ich zu diesem Zeitpunkt dann nicht das Projekt abgebrochen habe und alles weitere außerhalb der Show geklärt habe. Da kann ich klipp und klar nur eins sagen. Ich habe nicht abgebrochen, weil ich wollte unbedingt die Chance ergreifen und ausnutzen, Vanessa tiefgründiger und weiter kennenzulernen. Weil zu dem Zeitpunkt wusste ich halt noch nicht, hat sie die Rolle gespielt, fühlt sie wirklich so intensiv wie ich, hat das überhaupt irgendeine Möglichkeit mit uns? Und ich habe mich halt erst, nachdem ich die Beziehung zu Christina laut Kamera beendet habe, erst vollkommen dir gegenüber emotional geöffnet. Ja. Das war nach dem zweiten Lagerfeuer, also noch vor dem Gedicht. Und dann kamen ja diese ganzen Momente, wo sich dann so auch irgendwo, wo man sich einander verguckt hat und das auch zugelassen hat. Ich war bei dir im Zimmer, dann schon genau, jeden Tag, genau. 5, 6, glaube ich, geschlafen habe. Weil du wohnst halt 600 Kilometer von mir entfernt und ich wollte gucken, hat das hier Potenzial? Ist das wirklich eine Frau, die mein Herz erobern kann in so einer kurzen Zeit? Und im Alltag, bei meinem Stress, bei den ganzen Termindrücken und bei dir und durch die Distanz,
wäre das nie im Leben möglich gewesen. Und deswegen dachte ich mir, ich ziehe weiterhin durch, ich lerne Vanessa kennen, am Ende des Tages spreche ich mit Christina, dann werden die Fronten geklärt beim letzten Lagerfeuer und bis dahin hat sie immer die Möglichkeit, selbst abzubrechen. Ich habe sie nicht gezwungen. Ja, ne, dazu, es macht halt irgendwie keinen Sinn, weil wenn du Schluss machst, wenn du sagst, ey, das ist eine Abmachung, ich mache jetzt Schluss, dann ist ja auch Temptation vorbei und demnach kann er das ja gar nicht so krass kommuniziert haben, dass er wirklich Schluss macht. Warte, dann durchzusehen. Vor dem Dream Date? Vor dem Dream Date. Also, der vorletzte Tag insgesamt. Und ja, da habe ich halt auch einfach nochmal ja, so ein bisschen den Rückblick gehabt und war einfach so ein bisschen überfordert mit den ganzen Emotionen, weil es halt einfach jedes Mal so ein Auf und Ab da irgendwie war. Und gerade den Tag vorher, glaube ich, hatten wir das Gedicht oder zwei Tage vorher, was natürlich auch super emotional irgendwie war, was ja auch moralisch bei uns ja nochmal ja, ordentlich in die Karten gespielt hat, dass wir ja beide da, auch wenn es nicht gezeigt worden ist, ja, da saßen und geweint haben. Ich weiß nicht wie lange und ich weiß nicht wie oft. Weil wir uns dann auch in die Rolle von Christina hineingesetzt haben. Und dann erstmal so gespürt haben, wie es sich anfühlen könnte, solche Bilder zu sehen zu bekommen. Und dann habe ich sehr gelitten. Bei mir war das schon, dass ich am zweiten Tag tatsächlich gemerkt habe, dass das, was ich so zu Alex verspüre, glaube ich. Ja, da hatten wir auch beim Wiedersehen die Szene nochmal, da wurde das Gedicht auch nochmal gezeigt. Und da hatte Alex dann auch angefangen zu weinen. Da meinte ich sogar noch, ich frage mich gerade, ob er weint, weil er das Gedicht so schön findet. Oder weil er das für Christina so schlimm findet. Ich weiß nicht, ne? Weint Vanessa, weil die da sich dachte, boah, das kommt jetzt so schlimm für Christina rüber. Gut, okay, wenn man viel getrunken hat, dann kann das vielleicht auch sein. Das schließe ich gar nicht aus. Aber ja, ne? Leider irgendwie halt viel, wo die jetzt drüber reden. Ich will auch gar nicht unterstellen, dass es nicht stimmt, was die sagen. Ne? Das will ich auch nicht machen. Aber trotzdem immer so ein bisschen vorsichtig, weil wir halt auch natürlich nur das beurteilen können, was wir halt kennen, was gezeigt wurde. Und ja, ob die sich jetzt irgendwas ausdenken, dazu denken oder nicht. Ich denke nicht, aber vielleicht habt ihr da auch eine andere Meinung dazu. Könnt ihr mal kommentieren. In so eine ganz gefährliche Richtung gehen könnte, dass ich mich selber jetzt schon sehr angreifbar damit mache. Weil ich wusste irgendwie das, was ich spüre, was ich auch schon da quasi als Feedback so von dir bekommen habe, dass das irgendwie nicht in so eine normale Richtung geht, sondern dass ich wusste, okay, Alex wird jetzt ja auch gerade für mich zu so einer Temptation und irgendwie läuft das hier gerade so ein bisschen aus dem Konzept. Das ist ja natürlich auch darauf ausgelegt, dass das Format einen auch psychisch einfach komplett ausspielt. Dass man halt auch manchmal gar nicht so weiß, was für Entscheidungen man treffen soll, ob man Entscheidungen treffen soll, ob man einfach weitermacht, ob man abbricht, ob ich jetzt abbreche, ob sie jetzt abbricht. Das ist die ganze Zeit halt einfach. Ich glaube, das gab es auch noch nie, oder? Dass eine Verführerin abbricht oder ein Verführer. Und ich wusste, die Frau ist die Richtige. Ich darf die Frau jetzt nicht gehen lassen. Und wie wird es sich verhalten, wenn man jetzt außerhalb der Villa ist, wieder im Alltag? Verfliegt das Ganze oder greifst du jetzt durch und sorgst dafür, dass du sie bindest? Und da habe ich halt auch den nächsten großen Fehler gemacht, meiner Meinung nach, bei dem Dream Date, als er dann wieder nach zwei Flaschen Wein in 20 Minuten, als ich dir dann angeboten habe, oder erstmal mich dir gegenüber geöffnet habe und gesagt habe, ich habe Gefühle, da habe ich halt den riesen Fehler gemacht, dass ich dich gefragt habe, ob du sofort meine Freundin sein möchtest. Das war definitiv überstürzt. Und das bereue ich. Ja, ich muss auch sagen, ich weiß jetzt nicht, ob man das sehen wird, aber ich glaube, man hat es mir eigentlich sehr angesehen, dass ich in dem Moment sehr schockiert war, was du da jetzt gerade sagst. Aber man darf bei Alex wirklich nicht vergessen, dass er ganz oft es nicht schafft, die richtigen Worte zu finden. Ich habe ja später dann im Interview auch diesen Witz gerissen. Ja, das haben wir schon gemerkt. Ich habe jetzt zwei Freundinnen, so, das sollte ein Witz sein, aber ich habe sie dann wirklich als meine Freundin gesehen. Ja, war doof, was soll ich euch sagen, war nicht klug, aber dadurch, dass wir dann in einer Beziehung waren, meiner Meinung nach, ja, wollte ich aber das erste Mal dann ja mit ihr kuscheln, wollte sehen. Zum Beispiel da bin ich mir auch unschlüssig, ne, einmal meinte er ja, das war ein Witz von den Kameramännern und die haben ihm das so mäßig in den Mund gelegt, beim Wiedersehen klang das irgendwie schon anders und auch hier werden jetzt die Kameramänner gar nicht mehr erwähnt. Wie sich das so verhält, wenn wir nebeneinander liegen, ja, die ganze Nacht nur gequatscht. Ja, weil ich würde an der Stelle, glaube ich, nochmal gerne klarstellen, dass das von meiner Seite auch einfach ein bisschen zu doll durch die rosa-rote Brille gesehen war, weil ich wusste 100% ab dem Tag, wo wir das Stream-Date hatten und dort saßen und gegessen haben, dass das jetzt hier gerade komplett aus dem Ruder läuft und ich genau wusste, dass Alex gerade gar nichts mehr checkt, um ehrlich zu sein. Ich habe es natürlich sehr schmeichelhaft gefunden, dass man mir jetzt ein bisschen das Herz natürlich ausschüttet und ich habe auch ähnlich gefühlt, aber es war absolut nicht korrekt, dass er jetzt irgendwie eine Beziehung mit mir eingeht, bevor er sie noch nicht beendet hat. Das habe ich ihm nachher auch gezeigt. Ich weiß nicht, ob man das jetzt auch in der Folge sehen wird. Unterm Strich kann man sich aber vielleicht auch ein bisschen in meine Lage versetzen, weil ich saß da, hatte einfach die drei Kameras komplett auf mich gerichtet und der stellt mir so eine Frage. Und für mich war das halt so ein bisschen so, okay, ich habe die ganze Zeit davon gesprochen, dass ich das ja auch spüre und dass da was zwischen uns ist. Und ich glaube, jeder kennt das, dass man dann vielleicht manchmal sagt, ja, okay, aber sich halt eigentlich so denkt, so, nee, eigentlich gar nicht. Aber in dem Moment habe ich es gar nicht so hinbekommen, dir das irgendwie so mitzuteilen, weil ich das Gefühl hatte, okay, die Augen sind jetzt auch voll auf mich gerichtet und eigentlich willst du das ja, aber eigentlich ist das kompletter Quatsch, gerade weil da noch gar nicht von dem anderen gefixt wurde und das eigentlich sich überhaupt nicht gehört und das weiß ich auch, das kann man jetzt auch überhaupt nicht mit der normalen du Welt vergleichen. Und das habe ich im Interview danach halt auch gesagt. Ich dachte zumindest, dass er es halt so meinte, von wegen, ja, wir konzentrieren uns jetzt vielleicht danach erstmal auf uns und dann schauen wir halt, weil. Mich fand es aber auch wichtig, diese Bestätigung zu haben, bevor ich in das finale Lagerfeuer mit Christina reingehe. Ist das jetzt mit uns fix? Ist das ernst oder was ist das zwischen uns? War halt überhaupt nicht korrekt von dir, gar nicht. Ja, aber was hätte es geändert? Also angenommen jetzt, das hätte nicht geklappt. Hätte er dann anders entschieden? Hätte er ja eigentlich nicht können. Also, ne, das macht ja auch keinen Sinn. Deswegen auch da, ich sage ja immer, es ist natürlich deutlich angenehmer, mit einer anderen Person da rauszugehen und jemanden zu haben, der einen so ein bisschen aufbaut, ne, wie hier ja auch, dann wir ziehen mal zusammen, damit wir uns da irgendwie gegenseitig unterstützen können. Wisst ihr, was ich meine? Am Ergebnis, das Ergebnis wäre immer noch dasselbe gewesen. So, dass das mit Christina ja eigentlich nicht weitergeht. Kann man auch nicht schön reden, sollte man auch nicht, gehört sich nicht. Tut mir aber sehr leid an der Stelle, Christina. Ja, und damit man natürlich dann den finalen Abschluss hat, hat man uns eine Heißluftballonfahrt organisiert bei Morgen. Etwas, was es noch nie gab bei Temptation. Im Morgengrauen, wenn die Sonne aufgeht, fliegst du dann halt so ein Heißluftballon bei Portugal. Am letzten Tag nochmal so richtig, damit alles komplett überschüttet und du dir einfach nur denkst,
was passiert hier? Und dann dachte ich mir, ich bin ja jetzt mit Vanessa zusammen. Und irgendwann mal, Leute, wenn man da mal gefragt wird, wo hattet ihr euren ersten Kuss? Nein, da dachte ich mir, das wäre schon voll romantisch. Ja, man hat da schon gemerkt, dass ihr das halt unangenehm war. Und auch hier, also jetzt im Nachhinein scheint es immer noch so zu sein. Ich meine, uns ging es nicht anders, ne? Also Vanessa ist ja auf jeden Fall nicht alleine in der Situation. Im Heißluftballon, so weißt du, bei Sonnenaufgang. Das war so typisch. Und deswegen habe ich dich dann auch geküsst, ja. Und ich habe vorher, das darf man nicht vergessen, falls es nicht gezeigt wird, ich habe, also der wollte mich küssen und ich gucke ihn an. Und ich sage, so, bist du dir sicher? Stimmt, du hast aber zurückgezogen. Ich habe zurückgezogen und gesagt, bist du dir sicher? Und dann habe ich gesagt, so, ja, ist es. Dann haben wir uns geküsst. Das habe ich wieder so, direkt danach, Date beendet. Yo. Du bist zum Flughafen gefahren, du musst vorher schon den Koffer packen, du bist gar nicht mehr zurück in die Villa. Gar nicht. Und ich durfte mit dabei sein und das war heftig. Das war auch eine Ausnahme halt eigentlich. Oh. Weil dort gab es keine Kameras. Und wie wir uns dort verabschiedet haben, das war deep. Und dann kam die Manipulation am Flughafen. Ja. Du warst direkt weg. Ich war dann schon weg. Genau. Dann haben die ganzen Mädels hier dann Fotos und Videos von der Couple Challenge gezeigt und wie böse ich doch bin und dass sie das nächste Opfer sein wird. Und dann war es natürlich sehr am Struggle und am Zweifeln. Aber ich habe dir ein Versprechen gegeben. Ich habe dir gesagt, nach dem letzten Lagerfeuer wirst du die Erste sein, egal ob 3 oder 4 Uhr morgens, die ich anrufen werde. Sorg dafür, dass dein Handy laut ist. Ja. Und so ist dann auch gekommen. Also bis zu dem Zeitpunkt zum letzten Lagerfeuer gab es so einen ganzen Tag. Da waren die Single-Frauen halt mit ihr schon weg. Und wir Männer waren nur allein in der Villa. Und die anderen Jungs haben die ganze Zeit Filme geguckt und haben sich abgelenkt. Aber ich wollte für mich das Ganze jetzt aufarbeiten, reflektieren und verarbeiten, dass ich genau weiß, wie ich dann im finalen Lagerfeuer reagieren und handeln soll. Und da habe ich halt diesen 6-seitigen Abschiedsbrief an Christina geschrieben. Übrigens der Originale. Ja, jetzt kommen wir hier noch zu dem Brief. Ich bin mal gespannt, ob er da jetzt irgendwie noch mal ein bisschen tiefer drauf eingeht, was da drin steht. Den wollte er ja vorlesen, durfte er aber nicht. Und dann meinte er aber auch irgendwie im Nachhinein, ja, werde ich jetzt auch nicht vorlesen oder so in einem Statement, weil das so persönlich ist. Also im Lagerfeuer wäre es gegangen, aber dann im Nachhinein nicht. Gut, ne, muss natürlich jeder selbst wissen. Aber vielleicht kommt ja jetzt noch mal was dazu. Das ist gut, aber da sieht man, wie viele Gedanken ich mir gemacht habe. Und ich habe die Produktion darum gebeten, diesen Brief einfach mal zu kopieren, dass ich der Christina diesen Brief in die Hand drücken kann beim letzten Lagerfeuer und im besten Fall auch vorlesen darf. Weil da gehen einige Sachen heraus, wie ich halt reagiert habe, warum, weshalb, wie. Und das war mir wichtig, dass sie das irgendwie, dass sie das mit auf dem Weg mitgeteilt bekommen. Deswegen auch nur eine Kopie, weil ich Angst hatte, dass sie einfach emotional reagiert und den Brief einfach ins Feuer wirft. Die Produktion hat ihn kopiert, hat ihr den aber nicht gegeben. Ich habe ihr die Kopie erst am nächsten Tag am Flughafen gegeben. Erst dann habe ich ihn auch vorlesen dürfen. Am letzten Lagerfeuer durfte ich den Brief nicht vorlesen. Beim letzten Lagerfeuer wusste ich nicht, wie ich handeln soll. Soll ich sie jetzt umarmen? Wie das erste aufeinandertreffen? Kriege ich eine bescheuert? Ich wusste nicht, was passiert. Und dann war das wirklich sehr emotional und ich habe dann halt gesehen, wie sehr sie gelitten hat, wie sehr sie geweint hat. Und das war sehr schwierig, weil im Endeffekt habe ich ihr Vertrauen gebrochen, ich habe sie enttäuscht und das tut mir unglaublich leid, immer noch, weil das kein Mensch verdient. Dann auf der Rückfahrt habe ich sie angerufen, ich habe mein Versprechen gehalten. Alle anderen Paare plus Christina plus die Produktion haben in einem hochwertigen Hotel übernachtet. Ich wurde kurzfristig umgebucht und musste in so einem 2-Sterne-Randhotel allein schlafen, das nicht mal bezahlt war. Oh Mann. Tja, warum auch immer, ne? Scheinbar irgendwie die Produktion, die haben es auf ihn abgesehen. Deswegen haben die auch alles anders dargestellt, als es war. Nein. Da habe ich mir auch schon gedacht, okay, krass, wenn die jetzt schon so handeln, die Produktion, dann werden die mich natürlich dementsprechend auch wahrscheinlich schlecht darstellen. Am Ende gab es ja nach dem letzten Lagerfeuer noch ein Interview und dann wurde die Christina allein interviewt, ich wurde allein interviewt und ich war in einem anderen Van als sie. Ich habe die Tür aufgemacht und habe halt zugehört, welche Fragen hier gestellt werden und da habe ich auch direkt gemerkt, wie extrem geschossen wird. Nach dem Motto, er hat dich verarscht, er hat dich bloßgestellt, also richtig nochmal schön Öl ins Feuer gegossen wurde, damit Christina auch umso verletzter ist und umso emotionaler reagiert. Am nächsten Tag am Flughafen habe ich dann die angetroffen. Dann habe ich halt auch der Christina den Brief vorgelesen und dann tat sie mir auch leid, weil sie hat trotzdem versucht zu kämpfen und wollte mir verzeihen und wollte einfach, dass wir wieder zusammenkommen. Ja, da muss ich sagen, finde ich auch krass, sagt auch viel über Christina aus in meinen Augen, weil man hat ja gemerkt, auch bei dem Lagerfeuer, bei dem letzten, irgendwie war das von ihr gar nicht so ein bisschen distanziert war es schon, aber das war irgendwie so ein bisschen auch, als wäre sie sogar froh, ihn wiederzusehen. Und wir haben ja auch schon davor gemerkt, dass sie ja wirklich lange dachte, das geht irgendwie noch gut für die beiden aus und hat da wirklich noch dran geglaubt und hätte ihm das bis dahin verziehen. Und das finde ich, das ist schon krass. Also das sagt schon viel über jemanden aus. Vor allem über eine Person, die schon mal schlechte Erfahrungen bei Temptation gemacht hat. Ja, war aber für mich keine Option, weil ich stand zu meinem Wort und ich habe ihr im letzten Lagerfeuer gesagt, für mich ist die Beziehung beendet. Und dass ich jetzt mit dir zusammen bin. Und dann, als ich in Düsseldorf gelandet bin, war ich schon auf dem Weg aus Berlin nach Düsseldorf. Wir haben uns direkt an dem Mann im Landetag wieder getroffen und dann 5 Tage miteinander verbracht im Hotel in Düsseldorf. Haben dann geschaut, wie das Ganze außerhalb der Bubble funktioniert, ob wir uns wirklich so anziehen, ob wirklich man so in Love ist. Und es hat sich bestätigt, es war wunderschön. Egal wie easy peasy das wird, außer das war es nicht und das ist es jetzt auch immer noch nicht. Ich habe nie Couple Challenge oder irgendwelche anderen Shows vorher gesehen und auch inzwischen noch nie angeschaut. Das Einzige, was ich mir angeguckt habe, waren so ein Zusammenschnitt quasi von Alex Ausrastern oder so wurde das halt genannt. Und ich finde das halt einfach nochmal wichtig zu betonen, dass ich ihn nie so kennengelernt habe und dass ich auch generell keinen der Temptation-Paare vorher kannte. Das heißt, ich habe nie eine Show gesehen, hatte irgendwelche Vorurteile oder irgendwelche Vorannahmen getroffen, dass ich jetzt sagen konnte, okay, der... Okay, ja, finde ich aber krass. Also ich meine, sie war ja schon mal bei Take Me Out dabei. Keine Ahnung, so wisst ihr, ich sehe das halt immer so ein bisschen so klar. Deswegen hat man nicht unbedingt jede Temptation-Staffel gesehen, aber vor allem bei Gigi, Christina und so...
wisst ihr, was ich meine? So, die kennt man schon irgendwie, wenn man so ein bisschen in dieser TV-Reality-Welt drin ist. Aber ich will damit nicht sagen, dass sie lügt, ne? Versteht das nicht falsch, aber es wundert mich. Derjenige ist sowieso, so wie ganz viele von euch das tatsächlich tun. Ich habe ihn einfach so kennengelernt, wie ich ihn dort in der Villa kennengelernt habe und halt einfach, ja, ohne irgendwie eine Show zu sehen und einfach irgendwas anzunehmen, was ich eigentlich gar nicht weiß. Und ja, ich habe dich einfach so mit reinen Absichten kennengelernt, mit deinem reinen Herz, so wie du mir halt einfach erscheinst und dich halt mir gegenüber präsentierst. Und ich kann auf jeden Fall zu 1000% sagen, dass Alex einer der liebevollsten Menschen ist, die ich kenne. Sehr fürsorglich, immer für mich da, sehr, sehr liebevoll. Und deshalb, also alle, die mir jetzt irgendwie sagen möchten, dass Alex ein total aufbrausender, aggressiver, emotionsloser Typ ist, der nicht weiß, wie mit Frauen umzugehen hat oder toxisch ist oder was weiß ich was. Narzisstisch ist auch ein häufiger Begriff. Ich würde nie an eurer Stelle mir das Maß rausnehmen, über Menschen zu urteilen, wenn ihr sie nie persönlich kennengelernt habt. Und darauf möchte ich auch verweisen, man ist mit jedem Menschen an seiner Seite einfach anders. Und vergisst halt auch nie, egal wie viele Shows ihr über einen Menschen guckt, ihr wisst unterm Strich nicht, wie er wirklich ist, wie er zu Hause ist, wie er im Alltag ist. Und all das, was ihr denkt, so ist er mit mir nicht. Das haben wir eigentlich überhaupt direkt klarstellen müssen. Folge 7 oder 8, wo wir in der Scheibe saßen, wir haben uns nie über Christina lustig gemacht. Ich wollte einfach nur Vanessa erklären, wie hysterisch Christina reagiert hat auf den Boot. Sie war so sehr aus der Puste, sie war so sehr in Rage, hat schon hyperventiliert, dass sie halt kaum atmen konnte. So sehr hat sie geschrien und beleidigt. Meine Reaktion darauf war ja auch kein Lachen, in dem Sinne, dass sie jetzt gelacht hat, darüber, dass ich super witzig finde, dass jemand scheinbar sich davon, also von der Situation so mitgenommen gefühlt hat, dass er sich emotional halt einfach gar nicht mehr so richtig im Griff hat. Auf gar keinen Fall. Das war einfach so eher dieses geschockte Lachen, so dieses, so wow, krass. So, jemand ist, also sie ist halt scheinbar wirklich so emotional da halt drin gewesen. Und ich habe sie auch nie als eine kranke Person bezeichnet. Ich habe lediglich gesagt, dass die Situation, die er mir so geschildert hat, und das war die Version, die ich natürlich erstmal so angenommen habe, weil ich auch nur seine Version kannte, dass das für mich, wenn das so stimmt, ein krankes Verhaltensweise wäre, die mir, und ich war ja selber am Strand dabei, gezeigt hat, dass meiner Meinung nach sie irgendwie ein Aggressionsproblem hat, dass sie halt immer so um sich schlagen muss und so beleidigen musste, was ich auch selber, ja, leider jetzt auch während der Ausschreibung. Ja, bei Christina habe ich das Gefühl, es ist irgendwie so ein Schutzschild, ne? Also, das ist irgendwie, das ist natürlich nicht gut, aber irgendwie ist das halt ihr Ventil für das, was sie da durchgemacht hat. Oder generell vielleicht auch, wenn sie im Alltag in ähnlichen Situationen, gut, ähnliche Situationen gibt es wahrscheinlich nicht, aber ihr wisst, was ich meine, dann ist das halt scheinbar irgendwie so ihr Schutzschild. Strahlung auch mehrfach miterleben musste, das ist für mich halt einfach Zeit, dass da dahingehend halt einfach was vielleicht nicht in Ordnung ist. Ich meine, natürlich habe ich jetzt auch nicht das Recht herauszunehmen, irgendwie da zu urteilen. Und ich war in dem Moment betroffen. Ich glaube, viele von euch hätten sich auch nicht gerne als Hurentochter, Schlampe, Missgeburt, ich weiß es nicht, des Weiteren betiteln lassen wollen. Und gerade wenn es Richtung Familie geht, finde ich, hört irgendwo der Spaß auf. Es geht nicht, es gehört für mich nicht, wurde nicht so erzogen. Und ich hätte auch ganz anders reagieren können, als nur zu bezeichnen, dass ich das als krankes, aggressives Verhalten finde. Ich hätte auch etwas anderes dazu sagen können, dass ich aber drüber stand halt aber drüber und habe halt das gesagt. Und mich jetzt auf sowas festzunageln, finde ich es auch nicht in Ordnung. Unterm Strich, ich weiß, was dort jetzt passiert ist. Ich weiß, warum sie vielleicht auch so reagiert hat. Ich kann es in gewissem Maße nachvollziehen. Ich finde aber trotzdem, dass auch das in dem Fall nicht gerechtfertigt ist. Denn auch da keiner hat das Recht, so über jemanden zu sprechen. Aber ich bin schuld und Christina hat immer die Schuld bei Vanessa gesucht, was nicht korrekt ist. Sie muss die Schuld bei mir suchen und ich habe auch Schuld. Und genau, ne, und das war auch so das Ding. Zeigt halt eben wieder das, was wir vorhin hatten, dass sie halt wirklich immer eher so Alex trotzdem so noch eine Chance geben wollte oder das irgendwie so ein bisschen positiver sehen wollte, als es war. Und deswegen halt extrem auf Vanessa gegangen ist, die natürlich die falsche Person war. Also hätte sie das gegen Alex rausgehauen, dann hätte man das natürlich auch mehr verstanden als bei Vanessa, ne? Aber ja, das war halt eben das, weil sie immer irgendwie dachte, das geht gut aus für die. Das beeinträchtigt natürlich auch die heranwachsende Generation, sich genauso zu verhalten. Und das sollte niemals medial befürwortet werden. Natürlich kann ich verstehen, dass man sie bestärken möchte. Sie ist auch eine starke Person, natürlich das durchzustehen, dass sie, stark, dass sie ist eine starke Person, hat, aber nicht, weil sie beleidigt. Genau, weil im Kontext, es war einfach eher schwach, dass man sowas einfach durchstehen lässt, dass man solche Kommentare einfach nicht sanktioniert oder zumindest sich nicht mal dazu äußert, dass das jetzt vielleicht an der Stelle nicht angebracht ist, anderen Teilnehmern zu drohen, weil man kann nicht an einem Tag. Also ich muss ja dazu sagen, ich finde, diese Sachen gucken gar nicht so junge Leute an. Wenn ich auch zum Beispiel gucke, der Altersdurchschnitt bei den Videos, die meisten Leute, die das hier anschauen, sind definitiv älter als ich. Und da reden wir dann auch nicht unbedingt von irgendwie 2-3 Jahren, sondern auch schon irgendwie großer Teil, die sind auch mal 10 Jahre älter als ich, so zum Beispiel jetzt, ja. Und deswegen gucken das eigentlich nicht so wirklich, das gucken keine Kinder an, die da jetzt sich ein Beispiel irgendwie dran nehmen. Ich weiß nicht, ab wie vielen Jahren das Format freigegeben ist. Ich denke mal ab 16. Und da sollte man das auch schon selbst irgendwie im Griff haben. Und wenn man es nicht da sieht, dann woanders und so. Das ist auch ein schwaches Argument. Was sollen die auch machen? Sollen die dann irgendwie so einen Einblender machen von Lola, die sich hinstellt und sagt, ey, ihr habt hier gerade jetzt Beleidigungen gehört, das geht überhaupt nicht. Ja, liebe Kinder auch, falls hier irgendwelche zuschauen, wisst ihr, was ich meine? Das ist Tag auf der Temptation-Seite posten, bitte, liebe Community, verhaltet euch respektvoll, Drohungen, hetz nicht, mobb nicht, aber dann habt ihr da Kandidaten, die anderen Kandidaten drohen, die massiv beleidigen und man dann da einfach als Moderatorin, die anwesend ist, da sitzt und dann einfach gar nichts dazu sagt, sondern das dann quasi ja irgendwo noch ein bisschen bestärkt, ne? Ich meine, wenn man nicht sagt, sagt man damit auch einiges. Vielleicht war es auch nur falsch geschnitten. Ja, so kann man es natürlich aufnehmen, ne? Nur weil man nichts dazu sagt, findet man es dann quasi gut.
Nee. Aber es wurde so zusammengeschnitten. Genau, so, dass man ich bin ja auch der Meinung, ich muss auch nicht bei allem dann immer dazu sagen, ey, das geht natürlich gar nicht. Ich mache das sehr oft. Ich mache das wirklich bewusst. Ne? Nicht, weil ich mir jetzt das in dem Moment unbedingt denke, sondern dann kommt irgendwie in mir sowas, wo ich mir denke, ey, sag das vielleicht mal dazu, das macht man nicht. Aber ich sage ja auch immer, eigentlich muss man das doch nicht sagen. Das ist doch jedem klar, dass man sich so nicht verhält. Vor denkt, alles richtig gemacht, beleidigen wir weiter. Genau. Das ist ein No-Go. Generell, sich daran zu ergötzen, wie Menschen leiden, finde ich einfach nur falsch. Also da sollte man die gesamte Gesellschaft mal überdenken. Ja. Gerade für mich war das, also das erste Format und ich muss wirklich sagen, dass es mich jetzt während der Ausstrahlung wirklich zutiefst... Naja, nicht ganz das erste Format. Take Me Out kann man, finde ich, schon zählen. Schockiert. Natürlich steht man halt da nicht so im Fokus. Wobei sie ja da trotzdem... Nee, ich spoiler das nicht, weil ihr solltet ja das Video anschauen. Ja, Fernsehen erstmal abläuft, seitens der Produktion, aber auch wie Zuschauer reagieren und wie sie sich das Recht daraus nehmen, ja, so zu handeln und zu urteilen, als wären sie Teil des Formates gewesen und könnten irgendwas wirklich beurteilen, als wären sie jetzt nachstehende Person. Ich würde sagen, vielen Dank an alle, die bisher so lange hier waren, sich das Video angeschaut haben. Ja, wir beurteilen halt eben die Bilder, die wir sehen. Und damit scheinen wir durch zu sein. Ey, das war... Boah, ich sag euch ehrlich, das war schon anstrengend jetzt. Irgendwie viele Wiederholungen, trotzdem nochmal so ein bisschen ein paar Eindrücke auch eben von Vanessa. Das fand ich war ganz gut. Wäre das jetzt nur von Adex gewesen, dann glaube ich, wäre das wesentlich unreflektierter gewesen. Das kann man mal festhalten. Vanessa hat eigentlich schon eine relativ reflektierte Ansicht so dazu. Das war's mit dem Video, Freunde. Wie gesagt, checkt gerne die Take Me Out-Folge von Vanessa oder mit Vanessa ab, besser gesagt. Und auch gerne dann morgen einschalten. Da kommt dann nämlich die Couple, wir machen auf Happy Pärchen Fragerunde. Das klingt jetzt irgendwie so negativ, so meine ich es gar nicht. Aber auf jeden Fall die Fragerunde, die kommt da online. Kam heute sogar schon ein Video und zwar Swipe Match Love. Auch nicht verpassen, auch sehr geiles Format. Und ansonsten sehen wir uns morgen wieder, Freunde. Lasst ein Abo da. Bis dahin und ciao.